Irene Allemand ist an diesem Mittwoch zum allerersten Mal auf dem Laufsteg. Die 95-jährige Bielerin hat ihr Leben lang noch nie an einer Modeshow mitgemacht. Sie und die anderen Bewohnerinnen vom Alters- und Pflegeheim La Lisière zu Leubringen zeigen hier ihre neuen Kleider. Eine Stunde vorher, Irene Allemand ist ihre Maske und lässt sich vor Lernenden schminken für ihren grossen Auftritt. Ein bisschen nervös ist sie schon. Hat er gehört? Das denke ich mir, es ist fast nicht wahr, dass ich in meinem Alter noch so etwas machen kann. Das ist wirklich für mich eine Premiere. Und ich hoffe, es geht gut über die Bühne. Nach dem Schminken gehen die Models ihre Kleider für einen Laufsteg anlegen, wo sie sich vorher selber ausgesucht haben. Die Verantwortliche für die Modeshow ist froh, kommt der kleine Kleiderladen einmal im Jahr ins Heim. Vor allem, weil gewisse Bewohnende nicht mehr gut in die Stadt läden können. Und so eine Modeshow bringt nicht nur den Models etwas, sondern auch den anderen Leuten hier. Ganz sicher Abwechslung im Alltag. Man kann sich wahrscheinlich wieder mal ein bisschen jünger fühlen, als dass man ist. Es hat Motivation gebraucht, dass sie mitmachen, aber schlussendlich sind alle voll im Fieber, dass es gut über die Bühne geht. Genau. Und bei einem Glas Prosecco oder Rimus freuen sich am Ergebnis nicht nur die frisch gebackenen Models, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz am Schluss kommt als Hutmodel noch der Special Guest, der Küchenchef der Institution, mit einer Platte Patisserie für alle.